Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday the Heist. Mit dabei ist wieder Jimax. Hallo. Der Homer. Moin. Und Quillequalle. Hallo. So, und wir versuchen diesmal die Map Schlachthof, nachdem wir, wie hieß die letzte Map, Schutzraum ja erfolgreich abgeschlossen haben. Ja, und die Schlachthof ist halt, soll halt ungefähr, ja, soll total einfach sein, hat der gesagt. Und, also eigentlich habe ich gesagt, sie ist relativ schwer, aber egal. Ich nehme mal dicke Haut mit, so. Dicke Haut mit einfach mal, ey. Ja, ich nehme mal fett wie ein Otter mit. So, diesmal habe ich auch die Arzttasche dabei und da würde ich sagen, legen wir auch los. Sobald der Homer bereit ist. Oh, ich muss mal bereit klicken. Oh, Homer, ganz ehrlich, ey. Diversion worked. They've changed their course. Convoy should be here in moments. Let's get to work. Yes, baby. Wo ist der Papierkram? Ich mach die Arbeit. So, habt ihr die Mission schon mal gespielt? Nein. Nö. Okay, am Anfang muss man nichts machen, also am Anfang einfach nur zugucken. Ist ziemlich cool. Okay. Ziemlich cool. Da steht zwar, man soll angreifen, braucht man aber nicht. Pass auf, der Bagger macht gleich einen Überschlag nach hinten, pass auf. Ja, der macht voll den 360. Ja. Pass auf, gleich passiert's, warte. 3, 2, guck mal, er fängt schon an zu dampfen, jetzt. Ja, warte. Oh, der fällt echt nach hinten. Lol! Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. So, und jetzt müssen wir, achso, hier runter. Boah, ist die Pistole hier, scheiße, Alter, leck mich im Arsch. Was ist denn Hauptziel? Was müssen wir denn jetzt eher erreichen? Ja, wir müssen diesen Geldtransporter, der gerade da vom Bagger gefickt wurde, den müssen wir abschleppen. Ne, nicht abschleppen, aber geht hier gar nicht, das Geld rausholen. Ah, da seid ihr ja, sehr gut. Was ist denn das hier? Murky Water? Aha. Alter, meine Pistole ist so scheiße, das gibt's gar nicht. Wenn die das Fahrrad aufsteigen? Ah, wir müssen da hinten hin, ja. So, jetzt gehen wir in ein Schlachthaus, das Jamex bestimmt wieder an einen Film erinnern wird. Ja, warte. Bestimmt. An einen Schlachterfilm. Nee. Benjamin Blümchen. Oh, ja. Schlachtertutorials.de. Ehrlich gesagt erinnert mich das ein bisschen an Wanted auch, aber wegen den hängenden Dingern. Aber es erinnert mich auch an... warte mal. Mich erinnert das an einen Schlachthof. Und deine Mutter. Ja, die Dinger, die da hängen, das sind alles deine Schwestern und Brüder noch immer, also Vorsicht. Ja. Also mich hat's direkt an Rocky erinnert. Ja, an Rocky, ja. Ja. Bohren. Du musst deine Nase bohren. Rocky! So, der Safe ist draußen. Den habe ich jetzt da rausgesprengt. Ach so. Da ziehen wir. Oh. Aua. Yippie! Im Level aufgestiegen. 65 jetzt. Ja, Wichser. Ich hoffe, du kannst jetzt auch was. Ja. Ganz ehrlich. Ich rette euch hier immer zum Sieg. Wir müssen einfach nur warten, bis die Bohrmaschine den Safe aufbohrt. Sonst müssen wir momentan nichts machen und überleben. Achso, dann warten wir mal. Ja. Damit wir hier nichts machen müssen und trotzdem professionelles Gameplay kriegen. Genau. Guck mal, wie nett ich bin. Hallo, was ist das für ein unbesiegbarer Typ? So, ich kümmere die ganzen Leute, die hier draußen kommen. Ich hab ganz schön geschrien, als du ihn umgebracht hast. Ich sehe gar nicht, woher die kommen gerade. Ja, die kommen am Anfang immer von draußen. Die habe ich jetzt aber alle gekillt. Alter, die Pistole ist ja mal... Alter, nein, bleibt hier! Guck mal, Jamex, hier liegt deine Mutter auf dem Band. Ja, ehrlich gesagt erinnert mich das aber eher an deine Mutter, als ich vor ein paar Jahren bei ihr war. So. So, immer beim Bohrer bleiben, so lange bis der... Beim Bohrrad bleiben. Beim Bohrrad bleiben, genau, so lange bis der seinen schwulen Anzug da anzieht. Und seinen Muschi-Magnet. Lol, hier klettern welche unter diesem komischen Dingens-Tor drunter gerade. Ja. Yeah. Aber komm besser trotzdem zurück. Komm zurück, rasch! Feel the rush. Oh, feel it in the air. Alter, kannst du so scheiße singen, ey. Look at the Zatra. Ja, Xardas, ganz ehrlich, deins hat sich auch an, dass wir ein Schwein vergewaltigen. Ja, ich weiß.
Aua. Aua. Wo sind denn hier die Spasten? Das Sturmangriff und kommt kaum einer. Normal ist das hier anders. Also später geht hier sowas von die Party ab. Das ist richtig krass. Kommen hier sowas von viele Leute. Ja, sagst du, wird easy. Kein Schwein hat gesagt, das wird easy. Die sind ja hier am Durchsliden in deinem Tor, das ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Da kann man die aber später super killen, wenn die durch das Tor durchsliden. Du bist voll entspannt, die Typen zu killen, wo ich stehe. Ja, aber mir ist jetzt auch gerade kein Ding. Das wird eben nur später ein bisschen schwerer. Oh, hier ist einer mit Schild. Oh, oh, oh. Alter, diese Aua. Pistole ist sowas von schlecht, das gibt's gar nicht. Aua. Ja, die hat ja auch Schalli drauf noch dazu. Alter, was geht ab? Von wo hab ich den so viel Damage bekommen? War das ein Haiti oder so? Was? Jedi. Ein Haiti. So ein Erdbeben aus Haiti. Die kommen von oben rein. Jetzt. Ja, der was? Nils! Hallo, das hat mir aber nicht gefallen, so eine Beleidigung. Oh, von mir kommt einer mit dem Schild. Oh, fuck. Das sind mehrere mit dem Schild, mehrere. Wo? Oh, fuck. Und noch Sam so ein Fischer Sam Fischer Spast. Alter, die machen Damage. So, der Sam Fischer ist tot. Schildtyp ist tot. Schildtyp ja, einen mit dem Schild habe ich gekillt. Mal wieder anmachen hier. Ich höre einen dabei. Mit Elektroschocker. So, wir müssen jetzt hier das Gold einfüllen in die Taschen. Beziehungsweise, ah ne, das ist ja gar nicht so weit. Wir müssen den Safe noch weiter aufbauen. Ja. Dann dauert das noch. Noch. Erstmal alle Minute drauf gucken und niemand schützt. Ja, ich bin mir auch noch nicht genau sicher, Ach so, da hinten, was ist das denn für einer? Das sah aus wie ein Angestellter. Es gibt hier auch Angestellte. Ich habe einen schon gefesselt von denen. Gefesselt und geknebelt. Geknebelt. Aber ein Teaser-Typ oder was ist das? Nee, aua! Oh doch, das ist ein Teaser-Typ! Au! Wo? Wo ist er denn? Alter! Ah. Ich hab hier Armor hinten in der Ecke liegen. Armor. Wo ist denn der Taser-Typ? Armor. Ist er da? Das ist Armor da hinten in der Ecke. Scheint ja dann zu sein. So, jetzt noch jeder einmal Armor nehmen und dann das Gold in die Taschen füllen. Und dann schnappt sich einfach jeder eine Tasche. Ich hab mir eine Tasche geschnappt. Oh, auch eine Tasche. Hab auch eine Tasche. So, und jetzt einfach da hinten hin, wo der Pfeil ist, hinlaufen. Wo hast du Munition nochmal hingelegt, Hammer? Die ist schon weg. Scheiße. Carry them out of there. Jawohl, dem Homer hinterher. Einfach laufen. Ja. Ist ja auch gerade kein Sturmangriff, das ist kein Ding. Wow, Juggernaut! Wow! Und ich halt mit der Pistol drauf, ey, super. Oh, der steht direkt vor mir. Ja, vor allem rennt der immer da rein. Wow, da sind zwei Juggernaut! Wir sind jetzt gestorben. Ja, ich bin tot. Ich bin weg. So, einer ist, tot. Alter! Aua! Und der andere auch, so. Ich hol Homer. Alter. Oder wer da liegt? Ja, Homer. Ja, ich. So, und jetzt geht's weiter, die Taschen absetzen. Oh Gott. Die kommen da hinten in den Container und danach müssen wir nochmal zurück. Einen Fass holen. Hey, ich hab gar kein Gold dabei, WTF. Wieso hab ich kein Gold dabei? Warum hast du ich hab zwei mit. Hast du zwei dabei? Nee, hatte ich nicht. Ja, toll, da fehlt jetzt noch einer oder was? Ja, ist egal, wir müssen nämlich sowieso wieder zurück, weil das Benzin ganz da hinten ist. Aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier und warten. Von deiner Unfähigkeit ab, Alter. Wir warten, das ist echt Rang 65, ne? Wir warten erstmal auf. Beziehungsweise bis der Sturmangriff vorbei ist. Chillen wir hier. Ist Container, und wo man sich gut reinschanzen kann? Nice. Nee, am besten oder bleiben wir. Da ist auch ein Hubschrauber. Boah. Oh. Ich leg mal Muni. Oder ist schon Muni gelegt? Ne. Oh, ein Schildtyp! Ich leg mal Muni. Zack. Ich nehme auch gerade noch eine Geisel. Alter. Aber ich habe gar keinen Kabelbinder mehr. Scheiße. Alter. So, eigentlich haben Muni voll. Da kommen so viele Schildtypen.
Schildtyp tot. Alter, wie viele sind denn da oben auf den Containern drauf? Das sind auch noch welche. Oh Mann, ey, dieses scheiß Nachladen kotzt mich an. Boah, Alter, hält der zwei Shotgun-Schüsse aus, ey. Oh, ich weiß, so, wo die Tasche ist mit dem Gold. Ne, ist eine Munition. Verdammt. Hier liegt einfach so eine Tasche herrenlos rum. Oh, ein SWAT, ja, ein Schildtyp. Oh, fuck! Oh, gibt er mich oh, hoch, der Spaß. So, der Schildtyp ist tot, ich aber auch fast. Boah, jetzt bin ich tot, ey. Rotz. Ich leg bei den Reifen da. Boah, Alter, da liegst du... Alter. Da liegst du gut. Warum? Man kann mich doch hier... Nein, ihr könnt doch durch den... Ging das nicht durch den Zaun? Doch, ich mach schon. Ja, das ist für mich eigentlich easy. Oh, hinten ist Sam Fischer und ich hab keine... Ach, scheiße. Den Sam Fischer kriege ich. Wo ist der? Ja, Muni holen. Alter, aua. Hast du jetzt eigentlich eine Arzttasche mitgenommen, Star Wars? Ja. Du Huren, Sam Fischer! So, ganz ehrlich, ey. Luckenkopter. Sam Fischer ist down. Ich brauche Hilfe. Die haben mich eingekesselt. Alter. Boah, da kommt ein Juggernaut. Ist irgendwer bei Homer? Homer. Hier, komm, wir alle runtergesprungen, genau auf meinem Spot. Oh, fuck! Alter! Ja, es waren jetzt zu viele. Oh, warte, ich versuche dich wieder zu beleben. Ich dürfe mir nur nicht rumkommen. Ich hab keine Muni mehr. Nein! Mach das, warte. Ich dürfe mir jetzt nur nicht rumkommen. Nein, ich kann dich nicht wiederbeleben. Oh, du musst alles nachladen. Oh, scheiße, das ist ein Juggernaut. Ja, der hat mich auch gekillt. Pass auf, da ist direkt ein Juggernaut. Wo denn genau? Warte. Der ist der ist weg. Der ist so eine Kiste hochgeklettert, so ein Container. Ich krieg dich, Quille, Quille. Da ist er, hinter euch. Hol mal hinter dir. Alter, ich bin down. Ja. Ich bin ganz down, glaube ich. Was ist der denn? Nee, dich kann ich noch. Was ist denn der scheiß Juggernaut? Der ist hinten in dem Container drin, neben dem Geldcontainer. Der ist aber ein anderer. Aua! Ich hab ihn getötet. Jawoll! Mit vereinten Kräften. Kräften. Mit den granatigen Kräften. Alter, ich bin schon fast wieder down, ey. Das ist krass. Und uns fehlt noch eine von den Dreckstaschen. Wie lange geht denn so ein Sturmangriff? Bis die Geiseln? 3 Stunden. Befreit haben, oder? Ja, jetzt ist er vorbei. Okay. Eigentlich so, also jetzt einfach... Kann ja auch jemand eine Munitasche legen, weil meine ist leer. Zuerst darauf konzentrieren, hinten die Tasche zu nehmen und noch so ein Benzinkanister. Solange der solange es noch keinen Sturmangriff gibt. Liegt nicht auch noch irgendwo eine Geisel? Ja doch, guck mal, Jamex, Quillequalle, da liegt eine Geisel. Mit der kannst du mich befreien. Kann ich ja, okay. So, sehr gut. Jetzt noch die Muni, die Goldtasche nehmen und dann ab geht's zurück, jawohl. Noch ein Benzinkanister. Ja, den nehme ich. Ich glaube, du kannst den nicht mehr nehmen. Ich nehme den. Ich hab schon einen. Ja gut, ich habe auch einen. Jetzt erstmal ganz schnell zurück und dann lege ich eine Arzttasche da hinten hin. Ey, ich bin fast down. Wo bist du denn? Ach, der denn da. Lebst du noch? Ja, jawohl. Also jetzt zurück und dann lege ich da hinten hin eine Arzttasche. Dann kannst du dich heilen. Sollen wir das Benzin hier schon platzieren? Ja, kannst du machen. So, ich leg die einfach mal... So, Jamex, bei mir liegt die Arzttasche. Hier, da ist sie. Ja, sehr gut. Wo muss man denn das Benzin platzieren? Ja, hier hinten momentan, wir haben erstmal nur eins gebraucht, glaube ich. Ich glaube, später brauchen wir noch eins. Vielleicht neben die Arzttasche oder so? Hat noch wer Kabelbinder? Weil da rennen ein paar Bauarbeiter rum. So, jetzt sollen wir eine Falle vorbereiten. Ja, genau, hier. Ich hab noch. So,
Ich glaube, das war's schon. Ich hab noch Kabelbinder gefesselt. Von wo? Kann jemand eine Munitasche hinlegen oder hat keiner mehr eine? Warte. Doch. Ich hab hier eine in die Ecke gelegt. Hier hinten. Hinter dir. So, ich mach mal unseren Auftrag gerade. So, zack. Und jetzt gucken, dass wir den Sturmangriff überleben, weil dann haben wir es eigentlich geschafft. Sollte zumindest so sein. Hast du die Arzttasche gelegt? Ja, die, ja, liegt direkt hinter hinten, dir. Ja. Ich save mich auch mal gerade noch mal ein bisschen. So, sehr gut. Jetzt ist jeder hat volles Leben. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Oh, fuck, ey. Oh, Rotz. So, erstmal Muni nehmen für die Amka und dann geht's ab. Jetzt haben wir uns einfach die Deckung genommen. Nein, die Deckung. Schildtyp. Au, au, au. Wo? Wow, aua. Oh fuck. Das ist ein Chill-Typ. Wo denn? Genau. Das kann ich von wo ich überall hingekommen. Hab ihn. Sehr gut. Okay, sind alle weg. Da oben steht noch einer. Auch ja, weg. Ich glaube hier nach dem Sturmangriff hier ist es sofort, also relativ sofort vorbei. Da müssen wir nur noch fliehen. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir es schon mal annehmbar weit geschafft, finde ich. Dafür, dass wir die Mission zum ersten Mal spielen. Ja, jetzt nicht aufgeben und jetzt nicht sagen, wir haben es schon abgegeben, wir machen das jetzt. Ja, nee, das habe ich nicht gemeint. Oh, ihr Ficker da, ey. Weißt du, irgendwer hat eine Civilian gekillt. Komm schon! Ja, Leben. Au, au, au. Au, oh, fuck, ey, hier sind so viele. Scheiße, die Tasche ist nachladen. Weg. Oh, ich bin down. Fuck, warte, ich hol dich sofort. Und ich versuch, dass dich keiner killt, oh, während du den holst. Warte. Boah, scheiße. Alter, hier sind so viele. Wow, zwei Schildtypen, Alter, fuck! 7 Sekunden, 6 Sekunden. Aufgeschissen, ich hab volles Leben. Oh Mann, fuck! Dann mach ihn weg. Also, ein Schild ist down. Boah, dann, Alter, wie schnell dreht der Typ sich? So, die Schildtypen sind down. Alter Vater. Keine Munition mehr für keine Waffe. Boah, Rotz. Hat noch einer ein Munipack? Nee. Scheiße. Juggernaut. Alter. Vom Eingang. Alter, Juggernaut. Alter, oder was? Alter! Einer hat mich gekriegt. Ich bin tot. Ah, ich auch. Fuck. Komm, ich reiß das hinter alleine. Da steht ein Juggernaut. Gar kein Ding. Holst du den einwandfrei? Ja, ich hol. Boah, da ist direkt ein Juggernaut da vorne. Ich muss erstmal genau, der hat mich nämlich aufladen lassen. Warte, den kriegen wir schon down, Oh Mann, warum noch nachladen? Alter, das Spiel kotzt mich an. Scheiße, Alter, ich bin auch down. Oh, wie lang lädt das die Scheißwaffe nach, Alter? Ja, oh, hinter dir. Ich hab nur noch für die Schrott zum Money. Ja, ich will so, jetzt noch fuck. Fuck, ey. Ja gut, wir haben sie auch erst das erste Mal gespielt, ey. Dafür finde ich, ja. Das am Schluss war einfach echt, das war teilweise einfach zu viel. Wir hätten uns wahrscheinlich die Munikisten wirklich bis zum Schluss alle aufsparen müssen. Ja, ich habe die Arzttasche auch deswegen so lange behalten, weil zum Schluss geht's da eben übel ab. Naja. Ja, trotzdem, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.